Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 3. In der letzten Folge sind wir mit unserem guten Schiffchen hier mit der Akia ein bisschen ihr wisst schon, wir haben ein paar Fregatten hochgenommen und haben ein paar maritime Missionen gemacht. Und in der heutigen Aufnahme, das hatte ich ja schon angekündigt gehabt, werden wir uns wieder zurückbegeben zur Hauptmission. Und soweit ich mich erinnern kann, wird uns diese ja in Kürze nach New York schicken. Beziehungsweise, ich glaube, nicht nur in Kürze, sondern wir werden... Oh, was ist das denn hier? Oh, das ist ja schön. Gleich mal besteigen. ja, wir werden nach New York schippern, beziehungsweise nach New York reisen, um dort, ich weiß gar nicht mehr, boah, das ist schon saulang her, wo ich das letzte Mal aufgenommen habe. Dementsprechend erinnere ich mich gar nicht mehr, was denn jetzt ansteht, wen wir denn auf der Liste haben, wer denn als nächstes getötet werden soll. Aber dafür könnten wir theoretisch gesehen mal in den Keller gehen, in den Keller, und mal schauen, was sich dort so befindet, beziehungsweise wer denn als nächstes auf unserer Liste steht. Auf Connors Liste. Das ist die Fortsetzung von Schindlers Liste. Ah, ja. Schindlers Liste. Hör auf, immer die Türrahmen zu besteigen. Okay, wir betreten mal das alte Herrenhaus vom guten Achilles und marschieren mal in Richtung Keller. Wo hat der sich denn nochmal gleich befunden, der gute Keller? Hier schon mal nicht. Jens Keller, wo ist er denn? Huch. Ah, ich glaube hier links jetzt gleich, ne? War das hier? Ja, genau. Und dann ziehen wir da am Kronleuchter. Flöpp. Und dann gehen wir hinein in den Keller. Oh ja, der Keller. So. Warte mal. Ach ja, genau. Da hinten ist die Wand. Können wir uns die genauer angucken? Ah ja, können wir sogar. So, was haben wir denn? Johnsons Andenken. Sie haben das Johnson-Andenken gewonnen. Ich freue mich. Pitcairn-Andenken. Aha, das ist also so ein... So zwei Souvenirs, die uns daran erinnern, dass wir die beiden schon gekillt haben. Aber wir können leider nicht auf die Wand nach oben gucken. Haytham Grandmaster, der... Untersuchen? Hey, da steht zweimal untersuchen. Warte mal, können wir nicht... Ich würde gerne... Huch! Hä? Was war das denn jetzt? Ich fühle mich leicht verarscht. Was? Lass mich doch... Wir konnten noch eben die Wand angucken. Hä, ganz mysteriös. Naja, auf jeden Fall. Pitcairn haben wir. Wir haben Johnson. Ich glaube, es geht als nächstes um Thomas Hickey. Kann das sein? Hickey. Der Besoffene. Kann das sein? Ich glaube schon. Wen haben wir denn da noch? Nicholas Biddle. Ich glaube, das ist der von der Kriegsmeister von der Hohen See. Und das ist... Boah, kann ich gar nicht lesen. Church Logistik. Aha. Ja gut, Lee ist sowieso klar, dass der Second Kommandant und halt eben Haytham. Aber ich glaube, als nächstes geht's um Thomas Higgy, der alte Penner. Higgy? Higgy! Das klingt echt wie ein behinderter Name. Das, also ich habe nichts gegen Behinderte, aber der Name klingt sehr scheiße. So, gut, dann würde ich einfach mal sagen, wir... Huch, wir sind wieder durch die Hintertür raus. Mein Gott, das Haus ist ein bisschen verwirrend. Schauen wir mal gerade auf die Karte. Lass mich mal... Hä? Warum kann ich die Karte nicht mehr mit Back öffnen? Warum? Warum lässt sich die Karte mit Back nicht öffnen? Kann mir das jemand erklären? Ich kann noch nicht auf Start und auf Pause drücken. Ich kann noch nicht Escape drücken. WTF? Hallo? Was ist das denn? Ich kann die Karte nicht aufrufen. Und ich kann auch nicht auf Escape drücken. WTF? Hallo? Lass mich bitte Escape drücken. Was ist denn hier los? Das ist ja ganz mysteriös. Ich überlege gerade, ob ich meinen Controller mal kurz abdocken soll. Warte mal, ich mach mal kurz meinen Controller mal, ne? Warte mal. Ich reconnecte den gerade mal. Sofern ich dann jetzt nicht den falschen Knopf drücke. Hallo? Ah. Oh ja, ein USB-Kabel. Habt ihr jetzt vielleicht gerade gehört? Ich hoffe, das hilft jetzt. Sonst muss ich leider austicken. Nee, geht nicht. Ich kann nicht auf Pause und auch nicht auf Escape drücken. Das ist ja witzig. Gut, dann beende ich die Aufnahme hier bei 4 Minuten 10 gerade mal und schau mal gerade, was die Scheiße soll. Ich bin dann gleich wieder da. So, da sind wir auch schon wieder zurück. Ich habe gerade mal das Spiel neu gestartet und jetzt, wie ihr seht, funktioniert wieder alles. Juhu, wir können wieder starten, Pause drücken, so loft und lange wir wollen. Das ist schön, ich freue mich. Ich weiß nicht, was das gerade war. Keine Ahnung, fragt mich nicht. Ich bin schon mal hier rüber gereist gerade, Richtung Grenzland und wir betreten auch jetzt mal jenes Grenzland, weil wir müssen dazu ja, wir müssen das ja tun, um dann zur nächsten Hauptmission so langsam zu kommen. Und das ist ja das Ziel dieser Aufnahme. Und das war mein Hund. Das war nicht ich.
So, gucken wir mal gerade auf die Karte. Ha, es funktioniert. Ich freue mich. Und wir müssen hier nach New York. New York, New York. Kennt ihr das Lied? Ich hoffe es doch. Das Lied ist unter anderem auch bei dem Crisis-Werbespot damals gelaufen. Ich glaube, es war Crisis 2. Und das war New York, New York in der Version von irgendeinem Rapper. Das Original ist natürlich von Frank Sinatra. Oh yeah, bebe. Oh bebe. Okay, hier geht's nach New York City und jetzt kommt der nächste Ladescreen. Ich freue mich wirklich sehr und jetzt reisen wir aber endlich nach New York. Meine Fresse. Ist ja fürchterlich. Ganz halt die Ladescreens hier. Gott sei Dank ist das eine PC-Version. Da dauern die Ladesequenzen ja nicht allzu lange. Meistens zumindest. Nee, klappt. Super. New York. Oh yeah. New York City, bitch. New York City, bitch. Bitch, New York City, bitch. Wunderbar. Und da sind wir nun also. In New York City, bitch. Okay, ich höre auf. Irgendwann ist es nicht mehr lustig. Dem Kontakt zum Markt folgen. Sollen wir... Ach, wir haben wahrscheinlich hier das Pferd, ne? Das sollen wir wahrscheinlich nehmen. Hüpf. Also, was ist dein Gewinn bei all dem? Derselbe wie deiner. Frieden, Stabilität. Ein Land, in dem alle Seite an Seite leben. Frei und gleich. Dann schließ dich doch der Bruderschaft an. Mein Vater war ein Assassin. Ein recht guter dazu, soweit ich weiß. Aber ich hoffe, eines Tages Kinder zu haben. Ups. Es ist schwer, in zwei Welten gleichzeitig zu leben. Also entschied ich mich für eine. Ich verstehe. Ich helfe immer noch, wo ich kann. Deshalb sind wir jetzt hier. Und, oh, so sieht's also in New York aus. Keine Spur von irgendwelchen Skyscrapers. Keine Spur von irgendwelchen Hochhäusern, von irgendwelchen Banken, von irgendwelchen Leuten, von irgendwelchen gestressten Leuten, die mit Anzug und Krawatte durch die Gegend latschen. Sieht fast ein bisschen wie Boston aus. Und da hinten ist ein schönes Schiff. Entschuldigung. Entschuldigung, Madame, das wollte ich nicht. Ich wollte das nicht. Was kannst du mir über Thomas Hickey sagen? Er war der Kopf eines Fälscherrings hier in der Stadt. Finde den Sitz seiner Organisation. Wir lassen ihn verhaften. Vom Gefängnis aus kann er dem Commander nichts antun. Weißt du denn, wo er ist? Nicht exakt, aber ich habe eine Idee, wo wir die Suche beginnen können. Der Culper-Ring, alles klar. Thomas Hickey also ein Mensch, der sich dem Fälscherring also quasi so ein bisschen zugetan hat. Alles klar, hua. Hallo. Wir reiten quasi gerade zum Markt mit unserem Kontaktmann da vorne. Wie gesagt, es sieht sehr anders aus hier. Wie das New York, was wir heutzutage kennen. Ist aber auch schon ein paar Jahre her. Es versteht sich auf uns selbst. So, und wir sind scheinbar da. Es gibt Gerüchte über Falschgeld aus dieser Gegend. Zweifellos stammt es von Thomas. Was soll das? Das ist kein Geld. Nur buntes Papier. Du hast mich zum letzten Mal betrogen. Wache! Den Fälscher verfolgen, alles klar. Machen wir gerade mal. Natürlich müssen wir ihn sehr unauffällig verfolgen, das ist ja klar. Und wir dürfen ihn natürlich nicht aus dem Auge verlieren, das ist auch klar. So, das, was ihr im Hintergrund hört, ist wieder mein Hund. Hallo. Und das da vorne ist auch ein blöder Hund. So, wir lehnen uns hier geschickt an die... in die Ecke. Ich muss gleich nochmal die Aufnahme wahrscheinlich unterbrechen, weil ich gucken muss. Ist ja unfassbar. Weil ich gucken muss, ob das Mikrofon auch mit aufgenommen wird, also die Soundspur quasi, denn ich habe das Setup so ein bisschen hier so ein bisschen umgebaut und habe das USB-Kabel natürlich dadurch öfters mal raus und wieder reingesteckt. Und dann muss ich gleich mal gucken, dass die Einstellungen alle noch stimmen. Aber müsste eigentlich. Ich unterbreche die Aufnahme jetzt mal nicht. Ich hoffe, es wird... Ich hoffe, ihr seht diese Folge mit Vertonung, ansonsten muss ich sie nachkommentieren. Was ja bestimmt eigentlich auch mal ganz lustig wäre. So, jetzt verfolgen wir aber erstmal den Fälscher da vorne. Frage ist, wo geht er hin? Trifft er sich vielleicht mit Thomas Hickey? Wer weiß. Wer weiß. Okay, das ist ein ziemlich offenes Gebiet gerade.
Vielleicht, wir rennen mal hier an die Seite. Der dreht sich nämlich jetzt um. Huch. Oh, warte mal, der wird angegriffen. Kriegt einen auf die Fresse. Gibt dem Typen einen auf die Fresse. Und was passiert? Er rennt weg wahrscheinlich, ne? Hä? Shit. Boah, das war knapp. Zum Glück war der Aufzug gerade da. Alter. Aber was war das? Warum ist der Typ weggerannt? Warum ist die Wache vor dem weggerannt? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Okay, der ist davon um die Ecke gelaufen. Guten Tag, die Herrschaften. Lassen Sie mich mal durch, bitte. Wo geht der hin? Dreht sich auch nicht mehr um. Er hat es sehr eilig. Okay, okay, okay. Hallo. Der läuft ein bisschen, als wenn er pinkeln müsste, ne? Oh, ich muss so dringend aufs Klo. Wo ist denn hier ein Klo? Ich müsste mal pinkeln. Wer war das? Wer hat das gesagt? Ich war's nicht. Geh weiter. Ist gut, dass wir auch gar nicht zu sehen sind eigentlich, ne? Geh weiter, Kollege. Bist du paranoid? Okay. Okay, okay, okay. Lauf. So. Ah ja, den Fälscher belauschen und gleichzeitig beschützen. Willst du mich verarschen? Nein! Wie soll ich denn? Hi. Hi. Ich war's nicht. Ah, Scheiße. Ich wusste nicht, wohin. Wo ich denn hingehen soll. Ich wusste nicht, wohin. Männlich. Okay, verdammt. Ach, jetzt sind wir hier oben. Ah, okay. Na toll, das hätte ich ja gleich mal vielleicht auch machen können. Dann hätten wir uns das jetzt erspart. Nun gut. Ihr wisst ja, ich bin ein Profi. Ich bin Profi auf diesem Gebiet. Sauer sein. Nicht so, wie wenn er mich geschnappt hat. Und wir haben fast alles, was wir für den Plan brauchen. Dann sag ihm das. Ich warne die anderen. Scheiße. Okay. Erfolgreich eine stationäre Belauschung durchführen. Habe ich gemacht? Den Fälscher verfolgen. Ja, toll. Jetzt können wir nur hoffen, dass er uns nicht sieht oder sich jetzt umdreht. Gut, weil wir haben in den Nacken nämlich auch noch die Wachen gerade gehabt. Alter Schwede, ist gar nicht mal so einfach. Hier ist einiges los. Und jetzt bitte dreh dich nicht um. Dreh dich nicht um, dreh dich nicht um. Dreh dich nicht um. Ist aber schon cool hier eigentlich, ne? Sieht schon recht hübsch aus. Geh weiter da vorne, guck mich nicht so blöd an. Du siehst mich nicht, Kollege. Geh. Boah, ist die hier mal von der Scheiße labern, ne? Das ist echt eine wahre Pracht. Oh, der ist weitergegangen. Ich sollte vielleicht hinterherlaufen. Okay, der geht ganz schön oft in die dunklen Gassen. Deutet auf einen Fälscher hin. Fälscher? Suchst du jemand? Ruhm und Ehre. Hä? Ah, oh. Suchen die auch nach uns eigentlich? Suchen die uns? Nee, die suchen uns nicht. Okay. Alles klar. Sehr gut. Obwohl sie rot angezeigt werden. Verstehe ich nicht. Naja, egal. So, wir springen mal hier oben lang. Was machen die denn da? Okay. Mal hier hoch. Und hier rein. So. Dun, 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 dun. Übertrieben epische Musik. Dun, dun, dun. Dun, dun, dun. Dun, dun, dun. Den Fälscher verfolgen und belauschen. Okay, erfolgreich eine mobile Belauschung durchführen. Okay, machen wir. Kriegen wir hin. Hoffe ich. Wir können ja hier über die Dächer springen. Nein, können wir nicht. Doch, können wir eigentlich.
Ist eigentlich... Oh, hallo. Ich bin weg. Ihr seht mich nicht. Ich muss weiter. Eine Bande Unruhestifter macht die Pferde scheu, weil ihnen jemand Flausen in den Kopf gesetzt hat. Wir machen uns gute Männer. Gute Männer? Im Ernst? Na klar. Hey, nur versuchen zu überleben. Nein! Nein! Alter, hör auf! Ah, das gibt's doch nicht. Da war ich zu hoch gerade. Das ist ein bisschen doof jetzt. Jetzt haben wir es leider nicht geschafft. Aber naja, gut. War scheinbar nur ein optionales Ziel. Das ist jetzt nicht so schlimm. Wir verfolgen die beiden jetzt einfach weiter. Die werden schon keine wichtigen Infos ausgeplaudert haben. Ah, das ärgert mich jetzt. Ah, endlich. Sie sind angekommen. Was soll das? Thomas Hickey? Vielleicht. Was geht's dich an? Sollte dein Orden nicht ausgelöscht sein? Schätze, dann muss ich das richtig stellen. Pack den! Gute Nacht. Der kleine Drecksack haut er einfach ab. Mit seiner Kohle natürlich. Die hat er sich natürlich noch schnell geschnappt. Schnauze! Hickey, bleib stehen! Hickey, wir wollen doch nur reden! Hi! Ah, wir sollen ihn verfolgen, okay. Niemanden rammen oder schubsen? Ach, guck mal, wir sind schneller wie er. Wir könnten ihn einfach töten. Warum töten wir ihn nicht einfach? Wir können ihn töten. Guck mal, wir haben die Möglichkeit dazu. Ach so. Schade. Ich glaube, wir töten ihn. Halt still. Du stiftest kein Unheil mehr. Du bist ein Narr. Misch dich in Dinge ein, die du nicht verstehst. Washington ist das Einzige, was die Kontinentalarmee zusammenhält. Tötest du ihn, stirbt auch jede Hoffnung auf Freiheit. Falsch, Bursche. Ohne ihn ginge die Verantwortung über an Lee. Und dann? Ihr seid beide verhaftet. Ach, kommt. War doch nur ein kleiner Streit, Officer. Ist nicht kriminell, wenn zwei Männer ihren Twist auf altmodische Art klären. Können wir uns nicht... Still! Aufgrund welcher Tat? Falschmünzerei! Damit hatte ich nichts zu tun. Natürlich nicht. Hör zu, hier steht Wichtigeres auf dem Spiel. Dieser Mann hat vor... Fuck. Etwas auf die Seite legen, erfolgreich beendet, aber wir wurden K.O. geschlagen und sind jetzt höchstwahrscheinlich gefangen. Ja gut, die Punkte gucke ich mir jetzt besser nicht an, die sind sehr... Naja. Schlecht. Da sind wir endlich in New York City angekommen und was passiert? Natürlich, wir werden gleich mal verhaftet, weil uns der gute Thomas Hickey, was heißt der gute, der böse Thomas Hickey auf eine falsche Fährte gelockt hat und so getan hat, als hätten wir was mit seinem Fälschergeld zu tun. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Dem alten Penner werden wir auf jeden Fall noch in den Arsch treten, aber wenigstens wurden wir beide eingebuchtet und das heißt, wir befinden uns jetzt auf engstem Raum mit einem unserer Attentatsziele und vielleicht kriegen wir den ja schon in der nächsten Folge am Hals gepackt. Und ins Jenseits befördert. Schauen wir doch einfach mal. Ich hoffe, du bist dann auch wieder mit am Start, wenn es heißt Let's Play Assassin's Creed 3. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.